Hallo, liebe Imkerkollegen. Ja, heute bin ich mal wieder bei den Bienen. Wir haben heute den 17.05.2020. Und ich will bei diesem Volk eine Kontrolle machen. Und zwar am 13., also vor 4 Tagen, habe ich die Nikod-Zuchtkassette eingesetzt. Und da werde ich mal reingucken, ob die angenommen worden ist. Denn wenn die sofort bestiftet worden ist, müsste jetzt schon nach 3 Tagen, heute ist der 4. Tag, eine Larve drin sein. Das mache ich jetzt aus dem Grunde, ich will mal sehen, wie weit, ob die angenommen worden ist, ob ich morgen dabei muss beim Regen und dann die Zuchtlatten fertig machen muss oder ob ich denn noch warten kann oder muss oder ob sie überhaupt angenommen werden muss. Mein Beutenständer habe ich hier verlängert gestern, weil die Kästen zu dicht nebeneinander stehen und da werde ich gleich mal das Volk weiter rüberziehen. Das so nebenbei. So, da wollen wir sehen, wie das aussieht. Eine Biene gekniffen. So. Wollen wir mal sehen. So sieht man nichts. Jetzt ist doch nichts drin. Dann muss ich noch ein paar Tage warten. Ja, bei der Zuchtkassette ist das ja so. Wie alt muss die Larve sein? Am besten so jung wie möglich, sodass sie schon im Futtersaft schwimmt, aber das wäre nach 1 bis 2 Tagen. 3 würde auch noch gehen. Aber umso jünger die Larve ist, umso besser ist es. Umso eher wird sie mit Gelee Royal gefuttert. Und so länger, umso länger. Ja, die haben nichts zu holen, die Bienen. Da ist nichts. Sonst würden sie auch nicht räubern. Diese sind alle zu Hause. Warum, weiß ich auch nicht.